Ja, hallo Schwabenchecker-Freunde. Was ihr hier seht, soll an ein indisches Stammeszeichen erinnern. Und damit herzlich willkommen zum heutigen Seat Cupra Ateca. Schöner Kompaktsportler, bisschen höher, sprich SUV, 300 PS. Cupra steht für Cup Racing. Und zum Thema Cupra ist seit 2018 eine eigenständige Marke, aber 100% Tochterfirma von Seat. Ja, los geht's. Bei 42.800 Euro. Wir haben hier in dem Fall Nevada Weiß, kostet 600 Euro extra. Ich würde jetzt sagen, checken wir ganz schnell los. Ich habe so richtig Bock auf das Auto. Also ab nach hinten, bis gleich. Ja, kommen wir zum Heckcheck. Wenn du mal kurz ranfährst, das Emblem sieht schon mega aus, ja, mit dieser Carbon-Optik. Also, sehr, hab da richtig Pico gemacht. Also, fühlt sich auch richtig gut an. Könnten wir den ganzen Tag drüber streicheln hier so. Ja, ich finde ein schönes Heck. Wir haben eine Vierrohrauspuffanlage. Die ist auch Serie. Die je nach Fahrmodi verändert die natürlich auch ihren Klang. Wir haben den Cupra-Modi, wir haben den normalen Modi. Dann wird sie lauter und leiser und der blubbert auch schön. Kann man nachher mal noch so einen Soundcheck einblenden, was ich schon mal gedreht habe heute Morgen. Kein Thema. Was wir noch Serie haben, ist LED-Rücklichter, außer Blinker und die Rückfahrscheinwerfer. Die sind noch Birnentechnik, schade. Der Rest ist LED-Technik. Dann haben wir natürlich Serie Parksensoren, vorne und hinten. Dazu kommt, dass wir auch eine Parkassistenz-Serie haben. Ja, und dazu gehört auch Serie, so viel Serie sagen hier, bin ich gar nicht gewohnt, Rückfahrkamera. Die ist Serie, ja, und das Coole auch, sogar mit Waschanlage. Ja, hier ist der kleine Bobbel, da kommt ein bisschen Wasser raus und dann kann man sie wieder clean machen, dass man was sieht. Ist allerdings nicht ganz so scharf, finde ich ein bisschen ein Manko. Dann dazu, zu der Rückfahrkamera haben wir auch die 360-Grad-Kamera mit an Bord. 360-Grad-View ist auch Serie, ja. Jo, was wir für 510 Euro extra haben, das ist das hier. So, zack, dann leuchtet es kurz. Das ist die elektrische Heckklappe mit Sensorsteuerung. Die ist für 510 Euro zu haben, ansonsten manuell. Und dann gucken wir mal wieder nach unserem Einklemmschutz, ne? Ob das funktioniert. Ja. Jo, ne? Pieps funktioniert, leichten Druckpunkt, funktioniert aber wunderbar. Teste ich immer gerne, ob es auch funktioniert. Ja, Kofferraumvolumen. 485 Liter Ladevolumen haben wir. So, was ich dann wieder cool finde, wir haben eine sogenannte Fernenriegelung. Die ist auch wieder Serie. Die zeige ich jetzt auch gleich mal. So, 60% umklappen, auch Serie. 40% umklappen, auch Serie. So, und dann haken wir hier mal kurz aus. Na, zack, und dann einfach hoch. So, dann lege ich das mal auf die Seite. Jo, dann haben wir 1579 Liter Ladevolumen. Ich wollte auch sagen, die sind gerade Serie. Ja, und ich finde, es ist nicht wenig. Die Durchlade ist auch Serie. Dann haben wir noch vier Verzurösen, auch Serie. Wandereck finde ich gut. Das haben wir hier oben rechts an der Seite. Also wenn wir auch den Kofferraum vollgepackt haben, da kommen wir immer wieder mal hin. Wir haben auch vier Verzurösen. Wir haben LED-Beleuchtung hinten Serie. Ein paar Haken haben wir hier noch. Eins, zwei, drei, um den Tesla einzuhängen. Tankvolumen. 55 Liter haben wir, Benzin. Den Cupra gibt es auch nur als Benziner. Ja, wir dürfen 610 Kilo zuladen, 1615 Kilo wiegt das Fahrzeug. Und wir dürfen 2,1 Tonnen ziehen, wenn wir das möchten. Ja, das ist also auch kein Thema. Ja, ansonsten, wir haben hier eine recht ebene Fläche. Hier haben wir eine kleine Kante drin, das finde ich ein bisschen schade, die könnte ebener sein. Wir haben hier so eine Art doppelten Boden, haben wir. In dem Fall hätten wir noch ein bisschen mehr Platz. Für 110 Euro hat das Autohaus Weber, danke dafür noch einmal, in dem Fall Autohaus Weber aus Herrenberg. Wir haben natürlich auch Leonberg, Kalf und Walderstadt. Das Notrad, Reserverad für 110 Euro. Dann haben wir natürlich
unsere Beats Audio Anlage mit dabei, die ein bisschen mehr wie 500 Euro kostet. Da hängt hier das Subwoofer drin, platzsparend. Und dann können wir halt hier noch ein bisschen Kleinkrusch reintun, was ich auch cool finde. Wir haben einen Wagenheber. Nee, ansonsten finde ich, hat man hier schon richtig Platz. Jetzt würde ich sagen, gehen wir ab zum Rücksitzbankcheck. Bis gleich. Machen wir wieder zu, ne? So. Tada. Bis gleich. Ja, beim Hochklappen bitte drauf achten. Ihr habt hier diese Nase, ja, die sollte verschwinden, dass es auch arretiert ist, wenn ich jetzt zurückklappe. Zack, dann ist die Nase eingerastet, dann ist das Thema erledigt. Was natürlich ein Manko ist, wenn man eine Fernentriegelung hat, die Lehne, die Rückenlehne auf der Rücksitz ist nicht verstellbar. Ja? Also das heißt, die ist starr. Ist nicht unbedingt schlimm auf kürzere Strecken, aber auf längere Strecken wünscht man sich vielleicht nochmal 1, 2, 3 Grad Rückenverstellung zu haben, dass man ein bisschen gechillter, sage ich mal, sitzt. Weil so ist halt eine recht gesunde, sage ich mal, aufrechte Position. Ja? So, Dele, was wir Serie haben, ist Alcantara Sitzfläche, das ist Serie. Auch hier in den Türen, wenn du mal dahin leuchtest, das ist auch Serie. Das sieht schon, finde ich, sehr schick aus, die Geschichte. Ja? Also das haben sie schon sehr edel gemacht. Ja, wir haben natürlich drei Kopfstützen Serie. Wir haben Kinder Isofix an den äußeren Sitzen Serie. Unsere Mittelarmlehne mit Getränkehalter, die man verstellen kann, sind auch Serie. Das ist relativ einfach und ist auch recht stabil. Dann haben wir natürlich unsere Durchlader. Ja, also ich finde, ich sitze hier richtig gut. Die Bank ist auch ein bisschen erhöht. Das heißt, dass ich nicht so angewinkelt sitze. Natürlich typisch SUV. Ich habe nach vorne, stoße ich irgendwann mit meinen Füßen an, aber ich habe Riesenfreiheit, was die Schuhdicke angeht. Also ich kann auch mal ein bisschen dickere Schuhe im Winter anhaben und kann trotzdem noch ein bisschen die Füße nach vorne strecken. Ja. Also 4 elektrische Fensterheber mit Einklemmschutz sind auch Serie. Wir haben ja was zum Einhaken. Was mir fehlt, ich bin ja ein Fan von diesem Raumgefühl mit Panoramadach, gibt's optional, dong dong, haben wir nicht. In dem Fall kostet es 1130 Euro extra, wenn ihr das möchtet. Ja? Jo, Serie haben wir wieder. Belüftung hinten, an, aus. Wir haben, finde ich auch gut, 2 USB-Anschlüsse Serie. Dann kann man hier hinten, das ist eine coole Geschichte, man kann das hier runterziehen, dann kann man hier sein Handy einklemmen, dann liegt es nicht einfach so hier rum und rutscht umeinander, sondern ich klemme es hier ein. Das finde ich so coole kleine Details, die ich so liebe an den Herstellern, wenn man sie findet. Ja, ja, ansonsten wirklich nach oben habe ich noch gute 10 cm und ich bin da knapp 1,80. Also ich bin jetzt auch gefahren, man sieht's. Es ist Platz genug, ja. Also, ich würde sagen, gehen wir vor zum Achscheck, zum Motorcheck, zum Armaturencheck. Bis gleich. Ja, kommen wir zum Armaturenbrettcheck, zum Frontcheck. Fangen wir bei dir bei den Türen an. Hier unten sehen wir nochmal das Zeichen von der Beats Audioanlage für 540 Euro extra. Ja. Beifahrersitz gibt es nicht elektrisch. Den Fahrersitz kann man elektrisch ordern, wenn man möchte. Wie gesagt, so sind die Sitze Serie und ich finde sie echt edel. Sie haben einen recht guten Seitenhalt. Es gibt auch noch Vollledersitze, wenn ihr das haben möchtet, für 960 Euro. Der Sitz ist auch in der Höhe verstellbar. Beide Seiten, Fahrer- und Beifahrersitz. Auf dem Fahrersitz habe ich sogar hier unten noch ein kleines Fächler hier drin. Ja. Jo, Handschuhfach. Leider nicht abschließbar. Vom Material hier, hier unten ist halt so ein bisschen viel Kunststoff. Hier oben aber ein sehr, ich sag mal, fühlt sich gut an, sage ich mal. Kunststoff ist ein bisschen weich, ne? So ein Schaumstoff. Also wirklich, das ist wirklich gut gemacht. Hier unten ist halt ein bisschen viel Kunststoff, aber es geht noch. Ja, also so der Wechsel ist in Ordnung. Und auch nicht so viele verschiedene Materialien. Das ist auch wieder okay. Ja, Handschuhfach nicht abschließbar, hatte ich gesagt. Ja, ist nicht wirklich riesig. Da haben wir gerade schon drüber diskutiert. Wir finden der CD-Player, ja, was ja okay ist, den kann man aber auch mal in den Kofferraum schmeißen, finde ich. Und die SD-Karten oder die SD-Slots können man auch irgendwo in die Mittelkonsole oder irgendwo ein kleines Stück machen. Ja, dann hätte man mehr Handschuhfach. Ja, so. Ja, gehen wir weiter. Verstellbare Mittelarmlehne in der Höhe, in der Neigung, ist Serie. Auch
Hier ein schönes Fach, wo ein bisschen was reingeht. Das ist Serie. Wir haben hier die Getränkehalde, hier ein bisschen größere Flasche, hier eine kleinere Flasche, das ist Serie. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fahrmodi. Ja? Wir haben hier Schnee, wir haben hier Berg, wir haben hier das Zahnrad, ist für individual, um alles persönlich selber einzustellen. Hier haben wir Cupra-Modi, den habe ich eigentlich die ganze Zeit drin. Ja? Dann sieht man hier, wenn wir das verstellen, sieht man hier im Bildschirm, zack, da haben wir hier. Also wir haben Snow, Offroad, Individual, Cupra, Sport und Chillen. Ja? Komfort, das ist auch Serie. Wir haben auch ein adaptives Fahrwerk, DCC, das ist auch Serie. Das heißt, je nach Fahrmodi verändert sich Lenkung, Gasannahme, Schaltung und Fahrwerk. Und das spürt man auch, kommen wir noch im Fahrcheck dazu. Ja, wir haben Autoholtaste, auch Serie, elektrische Handbremse, auch Serie, löst sich durchs Drehmoment beim Losfahren automatisch oder wenn man das Auto ausmacht, geht es automatisch zu. Ja, wir haben hier unser DSG 7-Gang, auch Serie, mit 4Drive, das heißt auch, wir haben Allrad, ja, mit an Bord, auch Serie. Und kommen im Fahrmodus noch, im Fahrcheck noch dazu, nach hinten, nochmal nach hinten ziehen, kommen wir den S-Modus, nach rechts rüber in den manuellen Modus. Genau. Start-Shop, schlüssellose Starten sowie schlüsselloses Öffnen, nur reingreifen und schließen über die Türe ist auch serienmäßig mit an Bord. Das ist hier der Start-Engine-Stop-Knopf. Ja, Connectivity-Box oder Ablage, das heißt, das finde ich cool. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch, oder ich habe ein S9-Handy, das passt da super duper sogar mit Hülle rein und lädt induktiv. Ja, wir haben verstärktes Wireless, wir haben WLAN an Bord etc. Das ist schon gut gemacht. Dann haben wir noch zwei USB-Anschlüsse wieder hier. AUX-Anschluss, nochmal hier 12 Volt. Könnten wir theoretisch aber auch nochmal einen USB-Adapter anschließen für die ganze Technik heutzutage, was man mit sich rumführt. Ja, auch Serie, zwei Zonen, Klimaautomatik. Die ist auch serienmäßig an Bord. Was extra kostet, das sind hier unsere Sitzheizungsknöpfe. Die kosten extra. So, das ist das sogenannte Winterpaket. Das kostet 610 Euro. Da ist dann Sitzheizung mit dabei. Ich mache es bloß wieder aus. Da sind beheizte Frontscheibenwaschdüsen mit dabei. Dann Scheinwerferreinigungsanlage ist mit dabei. Das ist das sogenannte Winterpaket. Ja. So, was haben wir noch? Wir haben ein 8 Zoll Touch Navi. Das ist auch Serie. Wir haben 10 GB Speicherplatz mit an Bord, wie gesagt, WLAN mit an Bord etc. pp., das ist Serie. Wir haben hier Schnellwahltasten, Gestiksteuerung, kennen Sie schon aus dem Tarraco. Eigentlich fast identisch, würde ich sagen. Hier Radio, Media, die Schnellwahltasten, Phone, Voice, Navi, dann App-Links, ja, Android und Apple CarPlay, ja, dann haben wir ja unser Auto. Unser Car-Modus, ja, dann können wir hier die Ansicht verändern, was wir möchten. Dann machen wir auch noch Sport. Dann haben wir hier ja, Anzeige Bardruck ja, und Ölgrad-Temperaturanzeige. Ja. Genau, und dann haben wir unser Menü hier. Das sind hier in dem Fall 10 und haben noch eine Reiter nach rechts, also haben wir 12 Punkte. Und das funktioniert echt super. Also bloß drauf gehen und dann machen wir aber auch noch ein extra Video da dazu, wie das funktioniert. Ja, wie gesagt, Serie. Gehen wir über zum Lenkrad. Und das Lenkrad, das finde ich persönlich mega. Ja, hier wieder, also es soll ja an so ein indisches Stammeszeichen erinnern. Ja, ich finde, aber es erinnert irgendwie so ein bisschen auch an Transformers, ne? Oder so? Gell? So ein bisschen, so ein bisschen. Ja. Der Pralltopf hat so Carbonoptik, sieht lecker aus. Abgeflachtes Lenkrad aus Leder. Wirklich, wirklich sehr haptisch, also wirklich von Qualität, wirklich gut, ja, finde ich. Was ich nicht ganz so gut finde, ist, die Pedals sind ein bisschen zu klein, finde ich. Also, die sind zwar auch Serie, die gehören zum DSG dazu, aber ich finde sie nicht ganz so groß, ja. Also, das sind, ja. Aber das ist meine persönliche Meinung. Das Lenkrad ist in der Höhe und der Länge verstellbar, auch serienmäßig. Jo, 10,25 Zoll TFT-Display, das ist auch Serie. Ja. Da kommen wir nochmal im, was das alles kann, im Technik-Check dazu oder im kurzen Fahrcheck dazu. Da kann ich die ganzen Sachen verändern. Ja, Drehzahlmesser rechts, links, nach außen, wie auch immer. Alles möglich. Hier haben wir noch Fahrassistenz. Hebel, denn der ist ja unten links, den zählt er jetzt nicht. Da ist das Fahrassistenz, also das Fahrassistenzpaket V mit dabei. Das kostet, boah, jetzt muss ich überlegen, 975 Euro, genau.
Ja, links haben wir noch Lichtautomatik, die ist auch serienmäßig. Wir haben Coming Home, Coming Living Funktion serienmäßig mit an Bord. Wir haben elektrisch einstellbar, beheizbar, einklappbare Außenspiegel, die sind auch Serie. Ringsensor ist auch Serie. Ja, vier elektrische Fensterheber haben wir schon. Jo, hier können wir noch Kofferraum von hier hinten betätigen. Einparkassistenz-Serie haben wir schon gesagt, ist auch mit dabei. Alupatellerie ist auch Serie. Also, boah, viel Serie, brutal. Jo, schwarzer Dachhimmel auch Serie. Extra haben wir noch Alarmanlage, das sind hier die Sensoren. Brillenfach haben wir serienmäßig mit an Bord. LED-Leseleuchten haben wir noch. Auch beleuchtete Innenspiegel, LEDs sind auch Serie, brauchen wir nicht extra bestellen. Automatisch abblendender Innenspiegel und Außenspiegel ist auch Serie. Puh. Müdigkeitswarner ist Serie. Vieles, vieles, vieles. Jetzt würde ich sagen, gehen wir vor zum Achscheck, zum Motorcheck, zum Frontcheck. Bis gleich. Ja, Achscheck, bevor ich es vergesse. Weber, wir begeistern Menschen und wie immer uns auch immer, die Schwabenchecker. Vielen Dank nochmal dafür ans Autohaus Weber Herrenberg bzw. an Leonberg, Kalf und Walderstadt. Wie immer spitzenmäßig. Weiter im Text beim Fahrzeug. Was ich noch ganz vergessen habe, getönte Scheiben ab der B-Säule sind auch Serie. Ja? Dann Dachreling schwarz ist auch serienmäßig mit an Bord. Ja? Und alles, auch der Frontgrill nachher, das ist in Glossy Black gehalten, nennt man das. Ja? Jo, Fahrwerk, wir haben 19 Zoll 245/40 R19 Schlappen Serie. Ja? Und da sieht man es auch nochmal schön, Cupra. So, und wer Lust hat auf noch stärkere Bremsen, der darf oder möchte, kann, will eine Brembo 4-Kolben-Bremsanlage ordern, wenn man das möchte. Ja? Da gibt es dann aber gewisse Felgenkombinationen, die man nehmen muss. Da müsst ihr euren Händler fragen. Ja? Aber wie gesagt, 19 Zoll Serie. Wir haben XDS-Sperrdifferenzial, sprich wir haben ja, wie gesagt, 4Drive, sprich Allrad mit an Bord. Ja, und daran erkennt man auch noch das Topmodell. Wir haben hier den Kunststoff, hier den Rand, der ist lackiert, ja, also in Wagenfarbe. Jo, gehen wir gleich vor zur Front. LED-Tagverlichter, natürlich Serie, sowie auch LED-Scheinwerfer, adaptive LED-Scheinwerfer, die Sie je nach Geschwindigkeit einschalten. In der Autobahn gehen Sie in die Länge, ja, geht mal wieder runter, senken Sie sich wieder ein bisschen ab. Das ist auch Serie. Jo, hier auch nochmal das Ganze, da erkennt man den Seat Cupra Ateca, dieses ganze Glossy Black lackierte, der Grill, so eine Art Wellenwabenstruktur so ein bisschen. Ich finde aber mit diesem Nevada Weiß sieht es richtig gut aus, finde ich. Ja. Ja, hier vorne drin sieht man dann auch noch mal, wo ist sie? Hier, 360 Grad Kamera. Ja, die steckt hier vorne drin. Ja, für unser 360 Grad View. Jo, gucken wir es uns noch mal schön an. Schickes Auto, ich würde sagen, gehen wir zu dem bekannten Motor über. Bis gleich. Ja, kommen wir zum Motorcheck und ich demonstriere es euch. Ja, ein bisschen Kraft habe ich schon, aber die ist schon schwer. Da würde ich mir schon echt einen Behaubenlifter wünschen, das würde das Ganze ein bisschen einfacher machen und muss dann hier nicht erst mit der linken Hand heben, mit der rechten Hand hier den Stab einstecken. Ja, wir haben hier 300 PS, 221 kW, immer ein bisschen weniger wie, ich sage mal, der Kollege, wo ich gerade erwähnt habe. Ja, 5,2 Sekunden auf 100. Finde ich echt gut, ey, für diese Kiste hier, für so ein kleines SUV. Rennt 247. Wir werden noch ein VMAX-Video machen, was er wirklich rennt, laut Tacho. Ja, wir haben einen Wendekreis von 10,8. Das finde ich gut, vor allem, weil wir Allrad haben, ist oftmals der Wendekreis ein bisschen größer. Das finde ich richtig eine coole Geschichte. Ja, 400 Newtonmeter, die liegen an bei 2000 Umdrehungen pro Minute. Ja, 5,2 Sekunden hatten wir schon. Ansonsten, ja, wir haben hier nochmal das schöne Cupra-Zeichen drauf. Ansonsten ist der Motorraum recht ehrlich. Batterie sitzt vorne. Und hier haben wir noch, ja, gut zu erreichen, Spritzwasser. Ja, sonst haben wir mit der Motorenvielfalt jetzt bei dem Modell der Cupra Ateca nicht viel zum Sagen. Jetzt gehen wir ab auf die Piste, fahren mal eine Runde mit dem Ding und dann sehen wir uns dann gleich wieder. So, kommen wir zum Fahrcheck. Checker-Freunde,
Cupra Ateca. Jetzt sind wir im D-Modus und wenn ich nochmal eins zurückgehe, geht ein Gang hoch in den S-Modus. Ja? Und dann habe ich ja, wie gesagt, unsere Fahrmodi, Entschuldigung. Ja, jetzt sind wir auf Komfort. Da merkt man so, der bewegt das sich ein bisschen. Und gehe ich jetzt zum Beispiel auf Sport oder auf Cupra, dann ja, wird das Ganze schon viel direkter. Also es ist spürbar und das ist, finde ich, cool. Ja? Snow und Berg können wir natürlich mal weglassen. Jetzt haben wir, wie viel Grad? Fast 26 Grad. Ja. So, und nach rechts gehen, haben wir einen manuellen Modus noch. Schaltwippen eins runter. So, der geht schon gut vorwärts. So, und wir blubbern. Also man kann den auch echt sportlich bewegen, gell? Bremse, guter Druckpunkt. Also, der läuft gut. So, jetzt halten wir mal, bremsen wir mal. Oh, das macht er gut. So, und jetzt gehen wir hoch. Er braucht kurz. Top. Hat einen kleineren Gang mit hochgeschalten. Das habe ich gemerkt, wenn er von ersten Gang in den Leerlauf geht, da ruckelt das so ein bisschen. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Wie gesagt, die Pedals sind ein bisschen klein. Und ansonsten, wenn ich jetzt hier wieder zack und dann auf D gehe, dann wird er ein bisschen leiser, entspannter. Gehe hier auf Komfort. Dann ist er echt ruhig, gechillt. Ja. Man muss sie ein bisschen mehr durchdrücken. Er fährt sich schon gut. Also, wenn ich in den Cupra-Modus gehe, also dann man hat schon ein bisschen, also durch das Allrad, wenn es dann mitzieht, dann macht die Lenkbewegung wirklich gut hier. Der zieht gut rum. Übersicht ist okay. Spiegel haben eine gute Position. Und nach hinten, okay, die C-Säule. In dem Fall ist es eigentlich schon eine D-Säule, ja. Durch das, dass ein bisschen eng drin ist, sieht man sogar noch ein bisschen was hinten raus. Ansonsten haben wir unsere 360 Grad. Das Lenkrad liegt gut in der Hand. Von der Sitze her wirklich komfortabel. Ich denke, da kann man auf lange Wege hinter sich bringen. Und das ist das Schöne, finde ich, an dem Spagat. Wir haben 300 PS. Wir können mal schön ein bisschen Gas geben, wenn wir wollen. Aber auch, ich sage mal, ein bisschen ins gröbere Gebälk rein. Ja, ein bisschen hier Offroad machen. Finde ich coole Kombination. Also das fehlt mir so ein bisschen bei anderen Herstellern. Also da habe ich jetzt bisher noch keinen, der das so anbietet. Und dann auch noch mit dem Preis und mit der Ausstattung. Ja, also da ja. Also kann man wirklich... Ist schon geil. Er könnte die ganze Zeit machen. Nee, alles liegt gut in der Hand. Auch das Navi zum Bedienen, top, leicht an den Fahrer hingerichtet. Also wirklich alles gut zu erreichen. Ja, klar, das ist okay, ein bisschen Plastik haben wir hier, okay, ja. Sehen wir mal drüber weg. Ansonsten fühlt sich die Haptik, die Verarbeitung ganz gut an. Also schauen wir mal, wie sich das auf Dauer so tut. Doch. Und dann, wenn man Bock hat, manuell, Cupra-Modus. Er braucht Tankschind, aber dann bremsen, einlenken und rum. Der macht echt Laune. Bremse, gute Punkt. Super. Und dann so ein bisschen Zwischengas. Das Ding macht echt Laune, hey. Geil, Scheiß. Er ist echt gut gemacht, hey. Also, DSG typisch. Schaltet schnell. Kein Ruckel, nichts drin. Also, ich fühle mich da. Position ist wirklich, wirklich gut. Lendenwirbelverstellung habe ich noch serienmäßig. Ich hoffe, man hört das. Gibt noch ein Soundvideo, VMAX-Video, Ambiente-Video. Haben wir alles natürlich mit dabei. Und jetzt geben wir nochmal Gas. Der zieht richtig geil rum, her. Also sehr geil. Cupra Ateca. Geiles Teil.
Ja, so viel zum Thema Fahrcheck. Ja, ich kann hier noch View verändern. Dann habe ich hier Gang und Tempoanzeige, Geschwindigkeitsanzeige groß. Drehe ich nochmal View, habe ich das einmal rechts außenrum, einmal links außenrum, Drehzahlmesser und Geschwindigkeit. Drehe ich nochmal View, habe ich in der Mitte den Drehzahlmesser plus Geschwindigkeitsanzeige. Das finde ich cool. Und dann kann ich natürlich noch oben mit rechts, links kann ich noch mir das Navi anzeigen lassen oder Telefon oder Radio. Und hier habe ich Sprachmodus, laut, leise, rechts, links. Assistenzsystemhebel hier unten. Hier Assistenzsystemknopf für die Schnellwahl. Also einwandfrei. Macht Laune, das Ding zu fahren. Ist echt cool. Ab zum Fazit. Seat Cupra Ateca. Hammer. Das war das erste Modell, was jetzt mit dem Emblem kam von der Cupra. Tochter, sage ich jetzt mal, ja. Wirklich toll. Tolle Optik, nicht so aufdringlich. Platz, Leistung, Allrad, Technik, Sicherheit, Assistenzsysteme. Klang auch gut im Cupra-Modus oder nennen wir den Schwabenchecker-Modus. Wirklich toll. LED-Technik, ja, tolles Allradsystem mit Sperrdifferenzial. Verarbeitung ist okay, Materialien sind okay. Stärken, Schwächen machen wir natürlich wieder zum Schluss oder im Anschluss am Fazit. Ja. Persönliche Meinung natürlich. Ja, vielen Dank nochmal ans Autohaus Weber, Herrenberg bzw. Leonberg, Kalf und Weilerstadt für die Verfügung dieses Autos, ja, bzw. Herrenberg, Seat-Abteilung dann natürlich. Ja, versicherungstechnisch auch bezahlbar mit SF5, das sind 45%, kostet 880 Euro. Im Jahr Vollkasko mit 500 und 150 SB, 10.000 Kilometer, Topschutz. SF10, 36%, kostet 37 und SF20, das sind 27%, kostet noch 550. Ich finde, Kombination durchaus machbar. 2 Liter Hubraum, steuertechnisch geht auch. Also, was will man mehr? Ja, ja. Geiles Teil. Hat mir echt Spaß gemacht. Ich fahre jetzt noch ein bisschen. VMAX-Video haben wir, Ambiente-Video gibt es. Ja, das Hauptcheck-Video, Einpackassistent-Video, haben wir ein paar online. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Abonnieren nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Und dann nach dem Abonnieren auch noch die Klingel dazu drücken, dass ihr auch Informationen von uns bekommt, wenn wir wieder ein Video hochladen. Ja, ansonsten seid ihr Abonnent, aber kriegt keine Infos und müsst immer wieder reingucken, ob was hochgeladen wurde. In diesem Sinne, nochmal Dankeschön, Seat, Cupra, Ateca, Auto aus Weber. Vielen Dank, bis bald, euer Checker Mario. Ciao.